In dieser Diskussion wollen wir uns der Frage stellen, was ist linke Netzpolitik, beziehungsweise wie kann sie aussehen oder auch ganz praktisch aussehen. Und wir haben ja nun schon mehrere Aspekte von Digitalisierung thematisiert, in den ersten Panels unter anderem Arbeitsverhältnisse und die Eigentumsfrage, im letzten Panel Staatlichkeit und die Rolle des Staates im Rahmen der Digitalisierung. Und in dieser abschließenden Runde wollen wir inhaltlich ein bisschen umfassender werden und auch ein bisschen praktischer angesichts der Digitalisierung aller Lebensbereiche heutzutage. Und wir wollen uns auch der Frage stellen, welche Herausforderungen eigentlich linken Akteurinnen bevorstehen angesichts der derzeitigen netzpolitischen Entwicklungen und Debatten. Es geht darum, Netzpolitik als Querschnittspolitikfeld zu verstehen oder zu definieren. Es reicht eben wirklich dann nicht um ganz eng Fragen von Netzregulierung, sondern ganz weit von Netzneutralität, E-Government, verschiedene Fachdebatten, aber eben auch das, was wir heute getan haben, nämlich digitaler Kapitalismus, Digitalisierung der Gesellschaft, Infokapitalismus, Ressourcenmanagement, Regime, wie auch immer die entsprechenden Schlagworte sind, die man da aufruft. So, linke Netzpolitik ist natürlich als Rosa-Luxemburg-Stiftung unser Ansatzpunkt, nicht irgendeine, will also zum Bereich Informationsgesellschaften progressiven und auch spezifisch linken Politikansatz entwickeln. Entwickeln heißt eben, das ist eine Leerstelle, die gibt es irgendwie zu definieren. Was umfasst dann linke Netzpolitik? Also in der Allgemeinheit sicher auch dann meinetwegen auch Überschneidungen zu grünen oder liberalen Kräften oder sozialdemokratischen, ist einfach ein Ansatz, der es eben nicht nur als eigenes Politikfeld versteht und fördert, der Komplexität der Interessen von Akteuren aufnehmen, private Nutzerinnen, Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, diesen Bereich analysieren, transparent machen, sowie Partizipation ermöglichen, haben wir mal dazu geschrieben. Ist ein bisschen abstrakt, aber das geht eben ganz viel um Prinzipien wie Transparenz von Daten, öffentlicher Hand, Zugänglichkeit, Open-Data-Debatte, ist ja auch irgendwie aufgerufen, gibt es auch einzelne Akteure im Raum hier. Informationsfreiheit, Datenselbstbestimmung, das ist alles ganz die Frage von Selbstbestimmung, Freiheit, Zugänglichkeit. Das ist sozusagen ein Teil linker Werte, auf die man sich da bezieht. Und der andere Teil ist natürlich die soziale Frage. Und das ist vielleicht nochmal das spezifische linke Profil, wo eine linke Netzpolitik ansetzt. Und wir haben heute die Blöcke auch entsprechend gehabt auf der Tagung. Und das eine ist natürlich irgendwie Arbeitsgesellschaft, Produktion der Grundlagen des Lebens. Also jetzt, um sich bei Marx mal drauf zu beziehen. Die soziale Frage kann man eben auch anhand dieses E-Government, wie wir das vorhin vielleicht jetzt mit verschiedenen Facetten nur, aber zumindest mit der Gesundheitskarte angesprochen, Elena-Verfahren wurde heute öfter erwähnt. Das sind alles Ansatzpunkte, wo konkrete E-Government-Projekte anlaufen. Das sind alles Sachen, die sich unmittelbar sozialpolitisch im weiteren Sinne zumindest auswirken. Ne? Auch Gesundheitskarte und daran hängende Fragen mal damit summiert. Damit sind wir sozusagen bei der sozialen Frage und das sozusagen zum Ausgangspunkt oder zu einem der zentralen Ausgangspunkte neben der Frage von Bürgerrechten oder damit verknüpft, linker Politik im Netz zu machen, finde ich irgendwie den Schlüsselpunkt. Ja? Also sozusagen die soziale Frage immer wieder durchzudeklinieren. Wir haben heute einen Anfang gemacht, also eher analytisch als jetzt vielleicht von praktischen Interventionen, auch mit vielen Unklarheiten, zum Beispiel bei der Bewertung dieser Gesundheitskarte, müssen wir einfach im Prinzip wirklich nochmal vertieft drüber reden. Die Frage nach linker Netzpolitik wirft ja die Frage auf, was links ist und was Netzpolitik ist. Und ich könnte weder das eine noch das andere in irgendeiner Art und Weise wirklich beantworten. Deswegen habe ich mich darauf zurückgezogen, in dem Statement auf drei Sachen einzugehen, die meiner Meinung nach irgendwie wichtig sind, wenn man politisch aktiv ist und sich irgendwie mit Internet damit beschäftigt. Ich finde, wichtig ist Offenheit, wenn wir über linke Netzpolitik reden oder nachdenken. Offenheit im Sinne von Transparenz, im Sinne von einem Bewusstsein oder auch ein Bewusstsein drüber und ein Starkmachen für Open Source. Aber in erster Linie fände ich das Spannendste daran eben die Offenheit der Systeme und ich würde, diese ganze Eigentumsdebatte ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich wollte in dem Punkt jetzt die Offenheit stark machen. Das Zweite, die Mündigkeit, also wegzukommen,
Eben, das geht hin zu einer Frage von Internet als eine Selbstverständlichkeit, also als eine Alltagstechnologie, als ein Teil einer Alltagskultur. Das heißt, uns in unserer Praxis wie auch im ganz Konkreten in unserer Sprache davon zu verabschieden, das halt immer noch als so ein Expertise-Ding zu begreifen, sondern wir müssen uns um eine Sprache bemühen, die verständlich ist. Wir müssen uns darum bemühen, dass nicht mehr davon ausgegangen wird, Technologie können bestimmte Leute sowieso nicht verstehen, deswegen brauchen sie immer Experten, sondern wir müssen das alles so einsetzen lernen und so benutzen lernen und so darüber reden lernen, dass es aneignbar ist. Und damit meine ich auch die eigenen Organisationen. Das heißt eben wegzukommen von, das macht unser Techniker sozusagen, das muss unsere ganze Praxis muss sich da drin verändern. Das heißt, es muss eine Selbstverständlichkeit geben im Umgang mit Technologien, wenn wir da drin eine Mündigkeit erreichen wollen. So, und das richtet sich an beide, nämlich an die, die immer den Techniker rufen und die, die immer den Techniker schicken. Das Dritte, und das ist das, was mir persönlich am meisten am Herzen liegt, ist die Frage der Organisierung. Also neue Technologien bringen auch immer wieder neue Formen von Herausforderungen, unter anderem auch die Frage, wie sie ja im Internet oft gestellt wird, das mit der Identität haut nicht mehr hin, das gibt nichts Gemeinsames mehr angeblich da drin. Also die Frage der Kollektivität, wie sieht die denn aus, wenn wir das Internet als Schablone drüberlegen sozusagen? Also wie kann man gemeinsam handeln, wie können gemeinsame Interessen sich artikulieren, wenn es keine gemeinsamen Orte mehr gibt? Und dazu gibt es natürlich schon Entwicklungen und Erfahrungen. Da merkt man auch in bestimmten Politikformen schon, dass Sachen sich verändert haben. Und ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, was voranbringt sozusagen und was eher hinderlich ist. Also viele, viele Formen, mir fällt nur ein Beispiel an, viele Formen von Auseinandersetzungen laufen heutzutage in Kampagnen, was halt vor 20 Jahren noch eine seltene Sache war. Also Greenpeace waren, glaube ich, die Ersten, die angefangen haben, mit diesem Kampagnenmodell zu arbeiten, weil bis dahin hatte man immer quasi ein ideologisches Konstrukt sozusagen, ein Vollschema, mit dem man dann die Welt erklären konnte und woraus sich sämtliche Handlungsfelder abgeleitet haben. Das gibt es nicht mehr. Heute gibt es sowas wie zum Beispiel eine Kampagne gegen Vorratsdatenspeicherung und das funktioniert. Das ist offensichtlich ein Modell, was mit dieser Zerrissenheit und diesem Fehlen von quasi identitären Konzepten sozusagen nochmal eine neue Bedeutung erringt. Und vielleicht müsste man dementsprechend auch nochmal das einfach nochmal im Hintergrund Kopf haben. Und deswegen bleibe ich jetzt nämlich so allgemein und würde auffordern, in der Diskussion jetzt vielleicht zum Konkreten zu kommen, also ganz konkret zu überlegen, was getan werden müsste und wo es dann eben neue Schnittfelder oder so geben könnte oder wo es schon Erfahrungen gibt, über die man hier sinnvollerweise diskutieren könnte.